Hey Leute, heute gibt es ein kleines Item-Spotlight zu Deadman's Plate. Wer kauft es sich und was kann das Ding? Deadman's Plate ist ein Tank-Item gegen physischen Schaden, welches uns allerdings auch durch seine einzigartige Passive hilft, an den Gegner ranzukommen. Zu den Sets, wir haben 60 Rüstung und 425 Leben, was uns eine Goldeffizienz ohne passive Fertigkeiten von 80% bringt. Wir bekommen allerdings durch die erste Passive noch Momentum-Stacks, während wir uns bewegen. Diese Stacks gewähren uns bei einem Maximum von 100 Stacks insgesamt 60 Movement-Speed, wodurch unsere Goldeffizienz auf 105% ansteigt. Die zweite Passive löst durch einen Basic-Attack aus bzw. etwas, was On-Hit-Effekte triggern kann. Pro Stack Momentum fügen wir einen magischen Schaden zu und sollten wir den Gegner mit 100 Stacks angreifen, so wird er für eine Sekunde um 50% geslowed. Sollte der Träger von Deadman's Plate Fernkämpfer sein, wird nur der Bonusschaden verursacht und einen Slow gibt es hier nicht. Und nur noch eine kleine weitere Randinfo: Wenn man mit dem Angriff crittet, so wird der Schaden von Deadman's Plate doppelt so viel Schaden anrichten. Das heißt, wir haben 100 Stacks Momentum, wir machen 100 Schaden, wenn wir critten, machen wir 200 Schaden mit dem Deadman's Plate. Leider gibt es noch eine Einschränkung mit den Momentum Stacks: Wenn man geslowed wird, verliert man 5 Stacks pro Sekunde, wenn man geslowed wird. Und sollte man immobilisiert werden, das heißt HCC in Form von Root, Stun oder solcherlei Dingen, verliert man 15 Stacks pro Sekunde. Der Name ist also Programm. Wenn man sich nicht wirklich bewegt, dann verliert man eben sein Momentum. Kommen wir zu den Einsatzmöglichkeiten der Deadman's Plate, denn normalerweise ist das Item nicht sonderlich beliebt. Kaum ein Champion muss es sich bauen, doch es ist eine schöne Möglichkeit, einen Champion, der nur schwer an den Gegner rankommt und schon sehr gut im Spiel ist, nochmal das gewisse Extra zu geben. Ein Garen, Udyr oder vielleicht sogar ein Volibear gönnt sich die Deadman's Plate gerne mal. Doch tatsächlich holt man sich Deadman's Plate nur dann, wenn man gut im Spiel ist und gleichzeitig die Werte aufgrund des gegnerischen Teams gut verwerten kann. Es ist so gesehen ein Snowball-Item für Tanks. Doch wenn es ausgeglichen läuft oder es besser in die eigene Laning-Phase passt, so ist meist ein Sunfire Cape oder ein Randuims Omen besser. Kleines Stichwort hier ist zum Beispiel eine Poppy auf der Toplane, die gönnt sich gerne mal Sunfire Cape, damit sie besser pushen kann. Das heißt, in der Laning-Phase geht man schon auf Barmies, also ein kleines Teil-Item von Sunfire, und dann macht ein Umschwenken nochmal auf der Deadman's Plate nicht viel Sinn. War nur eine kurze Info heute, von dem her, ich danke euch für den Like, für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.